Servus Leute, zurück zu Let's Play Shop Titans. Wir sind in der nächsten Woche. Es ist wieder einiges passiert, beziehungsweise ich habe einiges über den Haufen geworfen. Und was werde ich euch heute zeigen? Das ist heute auch die Besonderheit des heutigen Parts. Heute werde ich mich darauf fokussieren, wie ich Helden rerolle. Also heißt, wir haben jetzt Helden, die kriegen Skills mit einem bestimmten Level. Und es gibt gute und es gibt schlechte Skills. Und das schauen wir uns mal heute genauer an. Außerdem ist gerade das Drachen-Event. Wir sind schon fleißig dabei. Ich merke auch, wir sind ein bisschen besser als beim letzten Mal. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal vor einem Monat haben wir es gerade mal bis Stufe 10 geschafft. Gerade so haben wir den... Da gab es den Brunnen nämlich. Und dieses erstmal, oh, die brauche ich. Die sind notwendig. Die sind super notwendig gerade. Aber die zwei hätte ich auch noch gerne. Dann bin ich zufrieden. Ah, das nehme ich gerne auch noch. Großer grüner Drache. Also das wäre mein Ziel. Das wäre nice to have. Aber das, ja, das sollten wir schaffen, oder? Das ist der dritte Tag. Wir sind jetzt... Na, wird knapp. Muss ich noch ein bisschen mehr Power reinpumpen. Aber dazu sage ich auch gleich mehr. Wobei, kann ich auch gleich was sagen. Was ich davor noch nicht wusste und was mir jetzt wie Schuppen vor den Augen fiel, als ich das nachgelesen habe... Im Händlerhandbuch, das studiere ich, das ist so ein deutscher Discord-Community-Server zu diesem Spiel. Da habe ich mich drauf angemeldet, habe mich drauf und da sind sehr viele Hinweise drin. Kann ich euch sehr empfehlen, dort zu joinen, wenn ihr dieses Spiel anfangt, weil da sind sehr nützliche Hinweise dabei. Und ja, ich dachte mir, ja, hier zum Beispiel Lindwurmschild habe ich jede Menge, wunderbar, pumpe ich rein, Stufe 7 ist bestimmt stark. Ja, tja, Pustekuchen. Wenn man nämlich mal nachschaut, gibt es Items, die deutlich, ja, ich habe ein bisschen Schrott produziert, deutlich besser sind. Nämlich Schriftrollen. Schriftrollen sind in diesem Event OP. Deswegen sieht man hier. Wollte gerade sagen mehr, aber genau doppelt so viel Power gibt so eine Schriftrolle im Gegensatz zu einem Lindwurmschild. Beide Stufe 7, beide... Ja, keine Premium-Items, also aus einer Kiste oder sonst irgendwo her. Aber die gibt halt genau doppelt so viel. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, die jetzt ein bisschen mehr zu produzieren. Dann verdopple ich da schon mal meinen Output. Bei den anderen Sachen, es gibt eine Liste zu dem Event, tatsächlich auch auf dieser Plattform, welche Items so am besten sind. Ich blende sie hoffentlich jetzt gerade ein. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Mist. Auf jeden Fall in dieser Liste wird angezeigt, was best im Slot pro Level am meisten Punkte gibt. Und ich habe leider nicht diese Premium-Sachen, deswegen muss ich halt schauen, was ich alternativ angeben kann. Moment, ich muss auf jeden Fall diese Schriftrolle wieder locken, weil die will ich nicht aus Versehen verkaufen. Gut ist normalerweise bei diesem Event auch schwere Rüstungen. Natürlich auch hier wieder special schwere Rüstung ist da am besten. Ich habe zufälligerweise genügend Samurai Do schon produziert. Allerdings, ich habe auch irgendwo hier schon als Belohnung mal Generalsrüstung bekommen. War, glaube ich, beim Turm der Titanen, glaube ich, nochmal mit Belohnung und habe ich noch nicht wirklich gebraucht. Wenn wir uns jetzt mal das anschauen, Stufe 7 gegen Stufe 8 Gegenstand, was bringt das? Auf Rüstungen sehen wir hier. Das ist schon ein kleiner Sprung. Und der nächste Punkt ist, nicht nur Generalrüstung so abgeben, sondern ich habe auch beim in der letzten Runde, täglich ist ja, beginnt ja wieder eine neue Runde, wo man Truppen ausstatten muss und Truppen schicken muss, da habe ich auch diese Items, die ich da reingesteckt habe, zusätzlich mit einem Element ausgestattet und auch noch mit einer Verzauberung. Gibt nochmal ein paar Punkte extra, also ich gebe hier viel, ich gebe hier alles. Das mache ich, um mein Gewissen zu beruhigen. Warum? Ja, ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon angedeutet, was ich vorhatte als nächstes. Und das habe ich auch angefangen. Das habe ich auch gnadenlos umgesetzt. Gnadenlos im wahrsten Sinne des Wortes. Das werden wir auch gleich nochmal gnadenlos weiterführen. Moment, ich habe jede Menge Schrott. Ich muss da echt mal ausmisten. Wobei, ich habe die Kisten extra größer gemacht, weil ich mir die Mühe zum Ausmisten nicht machen wollte. Aber die Helme aus der Tiefe, habe ich zum Beispiel gedacht, sind super hier für das Event. Ah, die Helme sind besser. Deswegen habe ich da... Aber ich muss den sowieso maxen und deswegen passt das schon. Jetzt kann ich ihn wenigstens verkaufen. Verkaufen! Ich muss Rabatt geben als Quest-Zeugs-Döns-Gedöns.
Genau, Rabatte. Kann ich wieder ein... Ja, ich kann eine weitere Tafel bauen. Und dann hauen wir in... Ja, seht ihr? Ich bin jetzt schon an einem Punkt angelangt. Ich kann manche Dinge nicht mehr machen. Den Taktikerhut freischalten. Was kann ich denn noch nicht freischalten? Oder? Nur den Taktikerhut? Weil dann... Ah, hier haben wir noch Ninja-Handschuhe. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Also die ganzen... Gegenstände, ich bin jetzt da, die lila Bombe, Stufe 8, ne? Stufe 8 ist ein bisschen extrem. Dann prinzipiell, was haben wir sonst noch hier? Also ich versuche, die habe ich auch noch ganz vernachlässigt. Jetzt, nachdem ich die auch mal einsetze, weil, ja, weiß ich sie zu schätzen mittlerweile. Ein bisschen zumindest. Später im Late Game werden sie wichtig, kann ich gleich noch was dazu erzählen. Genau, meine Favoriten habe ich gemaxt. Das würde ich ja gerne... Nein, nicht produziert. Ja. 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 Hm, ich bin noch unschlüssig. Noch brauche ich die Verdoppler. Also noch ist das noch nicht so zwingend notwendig. Aber das sind so die Items, mit denen ich in der nächsten Zeit viel Kohle machen kann. Die kann ich relativ gut produzieren. Die Zutaten sind... Wenn das weg ist, alle aus dem Gebiet, wo es die schön verkalkten Truhen gibt. Genau, das war ja der Plan, den ich beim letzten Mal umgesetzt habe. So, allerdings, jawohl, her damit, verkaufe, habe ich hoffentlich genug, ja, bestimmt. Jetzt habe ich natürlich was gemacht. Auf Quests gehen ist jetzt deutlich schwieriger. Ich kann nicht mal mehr die Helden, diese Teile machen. Das ist ein bisschen blöd. Wohlgemerkt, aber ich hoffe, dieser Zeitinvest ist gut. Denn, wenn man jetzt hier hinschaut, das ist noch ganz okay. Habe ich irgendeinen neuen dazu genommen? Ich glaube, ich weiß nicht, hatte ich Rudo schon beim letzten Mal? Doch, Rudo habe ich gerade frisch beim letzten Mal bekommen. Ja, wir sehen, Hammer und Ashley fehlen mir noch, alle anderen habe ich gerade. Aber hier, hier ist einiges passiert. Wenn man jetzt die Levels anschaut, dann werden wahrscheinlich einige mit dem Kopf schütteln. Wie kann man nur sowas machen? Ja, prinzipiell, ich bin die Helden durchgegangen. Ich bin die Helden durchgegangen und zum Beispiel mein allererster Held, der ist in Ordnung. Habe ich ein Sternchen ist so in Ordnung. Zwei Sternchen ist, ja, genau sowas will ich haben. Und wenn Minus dahinter ist, der wird gekillt, der Held. Also, der Soldat ist ein Kämpfertyp. Kämpfertyp sind Tanks. Und Tanks sollen viel Rüstung zum Beispiel oder viel Leben und sowas bekommen. Viel überleben müssen sie also können. Das ist jetzt nicht so prickelnd, aber als zweites hat er einen epischen Skill bekommen, nämlich Zusatzschutz. Und Zusatzschutz ist nahezu das Beste, was so ein Kämpfertyp bekommen kann, weil das gibt einen riesigen Verteidigungsboost. Und später, wenn man Elemente hinzufügt, dann werden diese Fähigkeiten noch verbessert und man sieht hier, Verteidigung und Leben. Genau das, was man haben möchte. Wenn er sogar eine Titanseele bekommt, die kriegt er auch irgendwann, also muss er irgendwann bekommen, weil sonst kriegt er hier keine weiteren Skills und das ist schlecht. Deswegen, dann wird es nochmal verbessert. Also, ziemlich geile Sache. Dieser Skill. Deswegen, das ist okay. Auch das wird verbessert. Plus 10, plus 20, plus 30% Bonuswerte durch sämtliche Ausrüstung. Hört sich okay an. Weniger Zerbrechwahrscheinlichkeit ist angenehm. Dann gehen die Sachen hier nicht kaputt. Ist sowieso nicht das Beste in Slot, oder? Ah, seht ihr. Gibt es bessere Sachen schon, die ich habe. Du bist safe. Mit dir bin ich zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Soldat in Ordnung. Wichtig ist auch, ich brauche pro Slot... nicht pro Slot, ich brauche... prinzipiell pro Element auch Helden. Später kommen bei den Gegnern, das können wir uns mal gleich anschauen, später kommen bei den Gegnern auch hier schon Elementbarrieren. Heißt, da der Boss oder der Gegner, der hier antritt, also erstmal, es lohnt sich richtig, vom Loot her solche zu bekämpfen auf Extrem, aber einerseits braucht man 2000 Kraft, das hätte sie. Sie ist, glaube ich, auch Wind, also das passt hier mit. Aber sie bräuchte noch weitere Kämpfer, die Windbarrieren zerstören können. Also Windelement sind. Nur wer Windelement ist, kann, soweit ich es verstanden habe, ich habe es noch nicht probiert, deswegen, soweit ich es verstanden habe, kann Windbarrieren zerstören. Jetzt ist der Soldat Naturelement. Das ist schon mal gut. Da brauchen wir mehr. Also wir, der Soldat, normalerweise ein Team, später aus vier Leuten, ein
Champion. Die Champions haben auch alle ein Element. Naturelement weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal schnell. Können wir mal gleich mal drüber fliegen. Sie hat Wind, das haben wir gerade gesehen. Feuer, Feuer. Blatt ist hervorragend. Nicht vorhanden. Moment, es ist vielleicht nicht vorhanden, weil das jemand hat, den ich noch nicht habe. Das könnte sein. Das ist vielleicht einer von den beiden. Das Naturelement hat. Die anderen haben irgendein anderes Element. Zum Beispiel Wasser hier, Lilo. Licht hat Argon. Argon ist der Einzige, der übrigens gerade auf dem Schiff ist. Das ist auch ein Problem. Deswegen mein schlechtes Gewissen ist dadurch, also ich versuche möglichst das beste Zeug reinzupumpen in das Event, weil ich an Helden halt nur Argon mitschicke. Beziehungsweise davor habe ich niemanden mitgeschickt, weil wen soll ich da mitschicken? Die sind schwach. Also die nicht, aber und da kann ich bloß einen hinschicken. Aber die sind schwach. Deswegen, ja. Jetzt habe ich aber auch andere Helden angeschaut. Gehen wir mal zum Beispiel auf die Hexer. Ich habe mit den günstigen angefangen, weil Rerollen kostet viel Ressourcen. Viel Geld. Mal so einen neuen Helden kaufen kostet halt Gold. Und die produzieren halt. Also ich werde da nicht viel reicher durch die, weil ich immer wieder bis Level 5 sie level tatsächlich. Weil ich will den ersten Skill hauptsächlich perfektionieren. Weil mit jedem Fortschreitenden, das sehen wir hier, mit jedem Fortschreitenden, Fähigkeit neu ermitteln, 4,2%, 6%. Mit jedem fortgeschrittenen Stufe wird die Chance, dass man einen besseren Skill, also das heißt besser hier, man kann es ausklappen, gewöhnliche Skills, welche kommen können, sind das, seltene Skills, das und die epischen Fertigkeiten sind das. Die Chance wird halt immer später höher und ja, man muss halt neu würfeln irgendwann. Also ich werde niemals einen perfekten Champion bekommen. Deswegen habe ich mich darauf geeinigt mit mir selbst. Der erste Skill soll passend sein. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt nicht der beste Skill, aber Klingentanz für einen Priester. Priester sind Hexer prinzipiell, die wollen viel Damage raushauen und ein bisschen Überleben ist nicht verkehrt. Das Akrobatik war jetzt unnötig, das war jetzt ein Minus, das wäre oder schlecht. Deswegen habe ich mir überlegt, da das nicht der beste Skill im Slot ist, den ich mir vorstellen könnte, oder da es da noch deutlich bessere gibt, hast du ein Minus bekommen. Das bedeutet, du kommst in die Tonne. So. Die ist weg. Die ist verloren. Die ist verschwunden. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch, ja, die war doch super. Darüber gibt es jede Menge Streitereien. Ich richte mich tatsächlich an die, auf die, so auf, wie die vom Händlerhandbuch es empfehlen. Also sie haben erstmal eine Empfehlung, welche Klassen man nehmen soll, um alle Elemente abzudecken mit 18 Helden. Ich habe jetzt im Moment plus 14, ich glaube 18. Mit 50 kriege ich den nächsten Slot, glaube ich. Dann 52, 54, vielleicht mit 56, dass ich dann 18 Helden zur Verfügung habe. Mit 53 kann ich die letzte Klasse, die es zur Verfügung gibt, machen. Und naja, bis dahin versuche ich jetzt mit den 14 Slots, die ich habe, recht gute Sachen zu bekommen. Der Ritter zum Beispiel. Der Ritter, der gefällt mir eigentlich. Der Ritter ist eine Klasse, eine Kämpferklasse, die ist recht beefig, also allein schon hier. Ihr Grundskill ermöglicht sehr viel extra Verteidigung und die ist die Klasse, die wahrscheinlich die höchste Verteidigung von sich aus bekommt. Das da ist tatsächlich zwar ein gewöhnlicher Skill, aber der beste gewöhnliche Skill, den man kriegen kann. Also den, der ist nice to have. Und da tatsächlich das mit der Verteidigung so wirkt in diesem Spiel, dass wenn man jetzt 100 Verteidigung, beispielhaft, 100 Verteidigung gegen einen Gegner, bedeutet 50% weniger Schaden. 200 Verteidigung gegen diesen Gegner bedeutet 75% weniger Schaden. Also 300, 80% weniger Schaden. Also umso höher, umso weniger ist der Effekt. Deswegen ist es gar nicht so 100% sinnvoll, Maximum auf Verteidigung zu gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ein bisschen Ausweichen noch zusätzlich, gar nicht mal verkehrt. Also der Ritter gefällt mir. Wenn er jetzt noch im Stufe 23er Slot etwas mit Verteidigung oder so bekommt, am besten Verteidigung und Leben,
Am liebsten hätte ich zum Beispiel so einen Skill, wie du ihn bekommen hast. Das da. Wandelnde Festung, Verteidigung und Leben. Ja, das wäre nicht schlecht. Allerdings, da es nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann, hier war, habe ich den schon auf Test gesetzt. Und dann warte ich mir noch den Stufe 10 Skill ab. Und bei Stufe 10 war es zwar auch ein seltener, aber ein absolut useless. Also der Ritter braucht keinen Crit. Crit ist zwar nice to have, aber die machen eigentlich kaum Schaden, diese Kämpfe. Die sind eher da, um zu tanken. Bis auf eine Ausnahme. Deswegen schade. Die Fähigkeit ist auf jedem Ritter gerne gesehen, aber weg mit dir. Ich probiere es einfach neu mit einem epischen Skill, weil es einfach schwieriger ist, epische Skills zu bekommen. Und dann die Zeit nehme ich mir einfach. Da verkrüppel ich zwar gerade mein Spielakt allgemein, aber ich komme schon irgendwie durch. So, was habe ich auch getestet? Zum Beispiel hier, Musketiere. Das ist bei den Schurken Stufe 3, die Typis. Der hat einen sehr guten seltenen Skill bekommen. Und bei seltenen Skills warte ich immer als Stufe 10 ab. Deswegen steht da extra Test. Damit ich es gleich in der Übersicht sehe. Der muss Stufe 10 werden. Und dann schaue ich nochmal an, was er so kann. Arena-Test zum Beispiel habe ich dasselbe gemacht. Hat hier einen brauchbaren Skill bekommen. Die Musketiere wollen ausweichen und Angriffe. Eigentlich genau das haben die bekommen. Allerdings ist das ein Schrottskill. Der gibt zwar genau das, was man auch haben will, nämlich Angriff. Aber ja, es gibt da deutlich, deutlich Besseres. Deswegen versuchen wir es nochmal und versuchen wir lieber einen epischen Skill da zu bekommen. Weg mit dir. Wo ist das nächste Minus? Das habe ich nämlich alles vorbereitet. Ja, das tut jetzt ein bisschen weh. Weil das habe ich schon davor gemacht mit meinen ganzen hochleveligen Skills, aber ich brauche die Slots. Es ist sehr mühselig, wenn man nur wenig Plätze hat. Wobei, es hat geklappt. Ich hatte jetzt letztens bloß 2 Plätze und habe das jetzt mit den Druiden versucht. Und ihr seht schon bei den Druiden, da steht kein Test dahinter. Die haben tatsächlich zeitgleich, also ich schicke die mehr zu zweit los und dann kriegen sie zu zweit Stufe 5 normalerweise. Und die haben zeitgleich perfekte epische Skills bekommen. Hier Doppelzauber ist einer der besten Skills, die ihr haben kriegen kann. Und der zweite beste Skill, den man kriegen kann, ist Erzmagier. Sieht man schon. Richtig, richtig boostig. Richtig, richtig stark. Und da habe ich mir gesagt, die sind auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Egal, was sie als nächstes bekommen, die bleiben. Das sind meine Druiden für die Zukunft. Das Schöne ist, man kann das Aussehen und die Namen noch weiter, also man kann sie wieder anpassen. Deswegen ist es beim Erstellen recht simpel. Ich lasse die Namen automatisch generiert, ich lasse das Aussehen automatisch generiert und schaue dann einfach, was daraus wird. Und kann sie dann später immer noch anpassen. Ich lasse auch deren Equipment normalerweise ohne Probleme und das passt. So, theoretisch mit den 2 Druiden und dem Soldaten, die Druiden sind nämlich auch Naturelement, habe ich das Naturelement schon mal fertig. Mit dem einen Ritter und dem... jetzt muss ich dich mal schnell anschauen. Du bist... Ja, okay. Du hast einen sehr guten Skill und einen Meh-Skill. Deswegen hast du bloß ein Sternchen. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Das ist tatsächlich in Ordnung. Ja, das geht in die richtige Richtung. Und das ist auch ein Skill, perfekte Form. Den will man theoretisch auf nahezu jedem. Also das passt. Kleriker, Ritter sind beide Lichtelement. Ein Kleriker fehlt mir, da ich ja gerade den Kleriker... Ja, wobei, hier habe ich noch einen Kleriker. Der hat auch einen sehr guten Skill. Also das ist auch ein Wunschskill, den man auf jedem Kleriker haben will. Aber da hier das schwieriger zu ermitteln ist, einen guten Skill zu bekommen, bist du für die Tonne. Das tut weh, weil du schon hochgelevelt bist, aber naja. Genauso die Zauberer. Die Zauberer sind teuer, teuer, teuer. Aber ich brauche den Platz, weil sonst wird es einfach unangenehm. Der Zauberer, 0 gute Skills, die passen alle irgendwie, machen halt Damage, aber sind an sich richtig, richtig schwach. Weg mit dir. Und der Zauberer, ja, auch der hat grundsätzlich brauchbare Skills, aber Schrott. Einfach nur Schrott. So,
Bartram. Ah ja, ausweichen wollen die Musketiere, deswegen das passt. Nyla passt. Die zwei werden getestet. Auf Stufe 10 entscheidet sich, ob sie bleiben oder nicht. Ja, dann habe ich prinzipiell gerade mal 6 Helden eigentlich. Gut, und 2 auf Test. Jetzt, wir haben ja gesehen, ein Kleriker ist, oder mir fehlt jetzt ein Kleriker, um ein Viererteam mit Argon, der auch Lichtelement ist, also Licht zu bekommen, brauche ich noch Kleriker. Und Kleriker sind günstig, deswegen folgendes habe ich dann immer gemacht. Ich bin auf Hexer, Kleriker, rekrutieren, kostet 10.000, zum Glück. Ich habe jetzt in letzter Zeit Druiden probiert, die kosten schon 50.000 und so weiter und so fort. Tatsächlich, ich habe angefangen habe ich mit, ich wollte glaube ich Samurais zuerst machen, aber da habe ich schnell gemerkt, uff, bei der Geschwindigkeit, wie ich ihn wieder verschrotte, das ist ein bisschen teuer, dieses Spielchen. Dementsprechend, ja, da kann ich nicht in Massen das betreiben. Deswegen Kleriker, also von klein nach groß anfangen. Davon brauche ich 2 nämlich, damit ich ein Lichtteam ohne Probleme zusammenstellen kann. Für Lichtbarrieren in der Zukunft. Deswegen hier rekrutieren wir jede Menge Hexer. Das Blöde ist, für die Hexer habe ich jetzt gerade kein Equipment. Da müssen wir mal schauen. Das ergibt sich mit der Zeit, theoretisch. Also entweder der Markt regelt, FTP-Style, oder... Oder ich produziere das Zeug. Moment, ich habe noch einen Platz für einen Helden? Habe ich noch 6? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 13. Achso, nee. Einer ist nicht ready. Das ist es. Ah, nee, nicht alle heilen. Nee, vergiss es. Das geht mir nicht aus. Okay. Ich könnte. Oh, eine außergewöhnliche. Die gibt auch ordentlich Stuff. Moment, das kann ich vielleicht gebrauchen. Gehen wir erstmal da in die Übersicht. Jetzt muss ich nämlich die Helden ausrüsten. Die Helden ausgestattet bedeutet Klick. Ja, das ist natürlich stark. Klick. Klick. Okay, und schon endet's. Die brauchen solche Hüte. Gut, schauen wir mal. Theoretisch würde ich jetzt auf den Markt schauen, ob dir zum Beispiel... Jawohl, das ist gut. Dann nehme ich nämlich seltene Hüte. Wenn ich sie nicht für Diamanten kaufen muss, dann nehme ich sie gerne. Preis ist egal. Das ist eine wir sind in der Preismarge, die ist relativ schnuppe. Später wird es teurer, aber auf Stufe 1 Gegenständen. Tatsächlich, das ist nur schwieriger, welche zu bekommen, die keine Dias kosten. Ach du Schande, Schlagstock. Ja, der Schlagstock auf... Den Schlagstock nehmen wir. Das ist auch ein bisschen frech. Natürlich sind die Premium-Gegenstände, also die man nur mit einem gekauften Händler herstellen kann, auch stärker. Ja, das Spiel ist ein Freemium-Game allererste Güte. Man wird sowas von verleitet, da hier einzukaufen. Aber das mache ich extra. Umso stärker sie nämlich am Anfang sind, und wir versuchen es noch mehr mit Zauberstäben, umso stärker sie am Anfang sind, umso leichter ist es zu leveln. Und wenn alle 6 Schrott-Skills bekommen, dann kann ich dieses Equipment, indem sie verschrottet werden, wird das Equipment einfach auf die nächsten Helden übertragen, so in etwa. So, hier könnte ich eigentlich Reinigungsschriftrollen herstellen. Die sind eigentlich... Das kann ich eigentlich machen. Reinigungsschriftrollen sind selbst in der normalen Version not bad. Und die habe ich halt zur Verfügung. Ja, davon habe ich nichts mehr. Das kann weg. Ich muss Rabatte geben, aber ich hätte gerne mal einen Zuschlag, damit ich wieder Energie tanken kann. So, weiter geht's. Du bist der Schwächste. Du fliegst nicht. So. Fangen wir doch mal mit den Schwächsten immer an. Eine Rüstung. Ah, seht mal her. Hemd. Geil. Das war das einzige für Gold. Okay. Na dann gut. Dann nehme ich seltene Hemden. Ich könnte ja auch alle selbst produzieren, aber das ist mühselig.
Das kann man machen, wenn man nicht eine Aufnahme betreibt. Ansonsten nutzt man einfach mal die Marktfunktion. Jetzt wisst ihr auch, wieso Leute Sachen vom Markt kaufen. Weil sie eben solche Sachen machen, wie ich gerade. So, auch hier ist wahrscheinlich der Umhang besser. Oh, hier gibt es gar keinen Umhang. Okay. Ah, halt. Hoffentlich ist es nicht weg. Kurz die Reihenfolge wieder, weil immer das Schwächste... Oh, Moment, du hast noch keine Schuhe. Ja, die Vorreiter könnte ich eigentlich selbst... Ja, teuer. Teuer, aber worthy. Ja, so teuer ist es auch mit 15.000. Ist schnell verdient wieder. Zum Glück. Krass. Wie viel die für 15.000 anbieten. Das ist halt der Maxpreis, den sie für Gold anbieten können, aber... Es ist ungewöhnlich, dass man... Ah, schon sind die Goldpreise weg. Das macht nichts. Das war gut. So, Reihenfolge wieder. Nein, Moment. Ist jetzt die Reihenfolge verändert? Ja. Irina. Schilde. Auch da nehmen wir natürlich den Juicy Schild. Den Juicy Schild. Mehr Juicy Schilde. Umso mehr Power ich da reinstecke, umso leichter wird's. Das ganze Prozedere. Deswegen. Oh, ist gleich aufgekauft, wie es aussieht. Ja. Na gut, das könnte ich auch selbst herstellen, aber. Ja. Manchmal ist es zwar gar nicht so leicht. Ja, genau. Manchmal muss man es selbst herstellen. Weil der Markt auf Goldbasis da unten gar nichts anbietet. Und naja, vielleicht machen viele das, was ich mache. Und dann wisst ihr, was ist. Dann wisst ihr, warum da viele für Diamanten angeben. Weil die großen Spieler, die das vielleicht im Late Game betreiben, was ich gerade im Early Game betreibe, die haben halt die Ressourcen vielleicht. Nee, das muss ich glaube ich nicht mehr. Genau, ich habe das jetzt schon abgeschlossen. Da Prämien und die Quests. Zum Glück haben wir jemand in der Gilde, der da richtig heiß drauf ist, weil sonst ich dadurch, dass ich so, oh, das nehme ich gerne, dadurch, dass ich so geschwächt bin ohne Helden, kann ich da nicht viel beitragen. Es tut mir ein bisschen leid, ist aber so. So, die müssen einen bestimmten Wert immer schaffen. Alles klar. Jetzt kriegt jeder noch Schriftrollen. Leider habe ich da keine Premium-Schriftrollen, aber das macht nichts. Die Schriftrollen hauen richtig rein. So. Ah, die haben nicht viel Schaden. Das ist nicht viel. Was ich jetzt mache. Ich gehe normalerweise dann jetzt in so ein Gebiet zum Beispiel. Das ist nett. Wahrscheinlich muss ich Mittel machen. Die Schwächsten immer zuerst. Auf schwer geht's nicht, da fehlt den Power. Deswegen auf Mittel. Los geht's, ab geht's. Das machen wir mit den Nächsten auch. Ein Champion begleitet sie und sie sollen auf Mittel die ersten Level sammeln. Das machen wir auch mit denen. Auf Mittel die ersten Level sammeln. Und dann gibt's einen Zeitsprung. Einige Zeit später sind wir jetzt ein bisschen höher trainiert, beziehungsweise jetzt steht an Level 5 für diese 6 neuen Helden. Schauen wir mal, ob was Gescheites dabei ist. Bitte nicht umfallen bei den Kämpfen. Level 5. So, jetzt entscheidet sich's. Du bist Schrott. Du bist Schrott. Die ersten zwei sind Nieten. Die werden gererollt. So, die nächsten... Zwei Chancen. Das ist interessant. Das muss ich mir genauer anschauen. Das ist Schrott. Also seltene Fähigkeiten sind... Das sollte man sich zumindest mal anschauen. Ansonsten... Aber wobei ich glaube mittlerweile den ersten Slot will ich episch haben. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Aber ich schaue es mir trotzdem mal schnell an. Das könnte nämlich ein guter Skill sein. Das könnte ein Testkandidat sein. Also ein Testkandidat bedeutet, dass ich bis Stufe 10 schaue und schaue, was es dann wird. Ja.
Wobei, da habe ich doch gerade einen mit diesen Skills weggeworfen, oder nicht? Kleriker 1 hat... Also ja, der Skill ist gut. Aber es geht halt besser. Und die brauchen eine zwingend Verteidigung. Deswegen muss man halt schauen, der Hauptskill ist 90% mehr Angriff. Das kriege ich über andere Wege mehr. Die 30% mehr Verteidigung dann später. Ja. Nee. Ich gehe direkt auf das, was ich haben möchte. Dementsprechend, tut mir leid. Alle werden zurückgezogen. Alle werden neu gekauft. Alle werden neu ausgestattet. Alle werden wieder auf den Weg gebracht. Und das dauert so immer ungefähr. Ja, 2 bis 3 Runs in den anfänglichen Gebieten dauert es auf jeden Fall. Und das, naja, das kostet auf jeden Fall ungefähr eine Stunde. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das ist schon anstrengend. Deswegen ist es wichtig, dass ich so viel Platz habe. Und deswegen mussten halt alle Helden von mir weichen. Am Anfang habe ich mit 10 Helden angefangen, die ich abwechselnd geschickt habe und trainiert habe. Bis halt dann der Ritter und der eine... Ups, was habe ich denn runtergemacht? Da eine Ritter und die Kleriker zustande kamen. Aber ja, ich muss auf jeden Fall das intensiver forcieren. Das wird noch eine Weile dauern. Also ich bin überzeugt, es wird noch sehr lange dauern, bis ich da was Gescheites zusammenbekomme. Aber am Ende werde ich dadurch viele Diamanten sparen können, weil eben es ist dann weniger notwendig zu rerollen. Also ich investiere jetzt Zeit im Early Game, um im Endgame weniger Kosten zu haben. Ob es worth it? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da ein Idiot bin und das falsch mache oder nicht. Habt ihr eine bessere Idee? Dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren ansonsten. Ja, das ist das, was ich die nächste Zeit jetzt machen werde. Fleißig da weiter. Sobald wie möglich ein paar brauchbare Helden, zumindest von den Kosten her, dass sie prinzipiell... Also ich brauche auf jeden Fall Ritter, habe ich Soldat, aber ich bräuchte auf jeden Fall den nächsten Kämpfer noch. Weil ich habe bloß 2 bisher. Ansonsten sind es... ich habe 2 hiervon, 1 hiervon, 2 davon eigentlich, mehr. Ich brauche mehr Tanks. Ich habe gerade einen Überhang an Hexern und die Schurken sind auch noch nicht so toll. Wird toll, wird wunderbar. Gut, nächster Schritt ist wieder wie beginnend alle losschicken auf Mittel. Auf schwer schaffen sie leider nicht. Das könnte man mit Boosts, mit Schüben hier natürlich verfeinern und dadurch alles beschleunigen. Aber es ist halt kostspieliger dann. Freemium Game. Man kann alles beschleunigen. Ist egal, wo ich sie reinschicke. Ist alles beschleunigbar, wenn man denn Geld einsetzt. Beziehungsweise Ressourcen. Muss ja nicht unbedingt Geld sein. Man kann ja alles sich mit der Zeit erspielen. Aber es ist kostspielig. Gut. Das war's für mein Update zu dieser Woche. Nächste Woche hoffentlich kann ich euch präsentieren, was für eine glorreiche Auswahl an Helden ich kreiert habe. Und hoffentlich sind die dann auch wieder ein bisschen gewachsen, weil jetzt habe ich mich halt so verkrüppelt, dass ich nicht mehr die hohen Ressourcen bekommen kann. Und naja, für Produktionen wie diese brauche ich die hohen Ressourcen. Vom Markt zu kaufen ist teuer. Besonders jetzt zu einem Event, wo viele Helden hier auf dem Luftschiff unterwegs sind und dementsprechend weniger gefarmt werden kann. Okay, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht oder ihr fandet es interessant, wieder mal reinzuschauen in Shop Titans des Update. Dann sieht man sich hoffentlich die nächste Woche. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.